geschlagen. Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute Morgen schon zusammen gefrühstückt. Marie ist jetzt in der Uni und hat Vorlesungen bis um 2 oder so. Ich habe gerade ein bisschen schon geschnitten an so einem Video, was wir gestern gefilmt haben mit dem Gimbal. Und einfach, ich glaube, es ist so cool. Und ich gehe jetzt dann auch noch Bretter machen. Wir müssen heute noch ein paar Sachen fertig machen und so. Haben auch noch ein Telefonat und dann mal schauen. Ich habe voll Lust, wieder mit dem Gimbal zu üben. Mal schauen, ob da die Zeit dafür ist. Aber wir werden sehen. Hallo, jetzt endlich auch von mir. Ich war heute Morgen ein bisschen im Stress, deswegen habe ich es nicht mehr wirklich geschafft, Hallo zu sagen. Jetzt bin ich aber wieder da. Ich war in der Uni. Es war sehr cool, sehr interessant, sehr intensiv, wenn man das so sagen kann. Und ich habe mir jetzt gerade noch schnell eine Sushi-Box geholt, weil ich denke mal, dass wir heute Abend kochen. Ich wollte mir jetzt nichts kochen und habe aber Hunger. Und wir haben nicht so viele Kleinigkeiten da, also... Und ich wollte kein Brot. Ganz einfach. Und eigentlich hatte ich einfach Bock auf Sushi. Und in 25 Minuten habe ich eine Telefonkonferenz wegen einem Dreh nächste Woche. Und dann schneide ich den Vlog. Und wenn Alex dann auch wieder da ist, dann drehen wir weiter an dem Video, was wir gestern schon gedreht haben. Freue ich mich drauf. Habe ich Bock drauf. Wird, glaube ich, cool. Ich hoffe, dass es nicht anfängt zu regnen, weil wir wollten auch noch draußen was drehen. Aber es sieht ganz gut aus. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich mache nichts anderes als Videoschneiden, Staubsaugen und Wäsche. Und jetzt ist gerade wieder Wäsche dran. Und wenn ich mich hier so umschaue, kann ich später auch wieder saugen. Das ist richtig schlimm. Ich sag euch, ich muss jeden Tag, spätestens jeden zweiten Tag Staubsaugen. Ich weiß nicht... Oh Mann, ey. Also, Entschuldigung. Kleine Aggression. Ich weiß nicht, ob das an Stuttgart liegt oder ob das an den Katzen liegt. Also an denen liegt es mit Sicherheit auch. Oder, I don't know. Ist es bei anderen Leuten auch so staubig? Ist es bei euch auch so staubig? Müsst ihr so oft saugen? Oder habe ich einfach nur... Aber ich finde nicht, dass ich besonders penibel bin mit dem Staubsaugen, wenn hier halt so Büschel rumliegen. Hier, also... So ist das halt, wenn die Katzen kämpfen, dann liegen hier halt Fellbüschel rum. Und dann vermischen die sich so mit normalem Boden, Hausstaub, was auch immer. Und dann bilden sich halt so Wollmäuse. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig. Und außerdem ist auch überall dann immer Katzenklostreu. So, jetzt Wäsche aufhängen. Yay! So, ich bin auch wieder zurück vom Brettermachen und bin gerade wieder ein bisschen am Schneiden. Es macht einfach so viel Spaß, so coole Aufnahmen zu schneiden und zu graden und sowas. Und Marie regt sich gerade ein bisschen auf, weil irgendwas nicht funktioniert. Der Vlog muss in 25 Minuten online sein und jetzt kommt gerade Export fehlgeschlagen. Oh nein, oder? Nachdem ich jetzt ungefähr schon seit 20 Minuten warte, dass es fertig exportiert ist. Es wird Zeit, dass wir den PC von Marie endlich neu aufsetzen. Endlich, 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 endlich. Ich muss jetzt noch kurz duschen gehen, weil wenn ich Bretter machen gehe, dann dusche ich nie morgens, weil wir halt staubig werden und ein bisschen dreckig und sowas. Zu viel Information. Ich wollte gerade sagen, das, eigentlich möchte das, glaube ich, gar niemand so ganz genau wissen, warum du jetzt duschen gehst. Haben wir gelacht alle. Kinder, ich sag's euch, ich wollte ja eigentlich vor langer Zeit schon duschen gehen, vor anderthalb Stunden ungefähr. Und dieser Vlog hat einfach nicht exportiert. Ey. Es war unfassbar. Wir haben dann die Mediathek von Marie am Computer auf eine Festplatte kopiert, dann von der Festplatte zu meinem Computer quasi rübergespielt. Und dann habe ich versucht, die Mediathek zu öffnen und zu exportieren. Da hat es auch nicht funktioniert. Und das Ende vom Lied war, dass nur ein einziger Clip irgendwie einen Fehler hatte. Ich weiß nicht, was der Fehler war, weil in Final Cut lief alles super durch. Aber irgendwie wegen diesem einen Clip konnte es nicht exportieren. Also unfassbar. Und jetzt haben wir den einen Clip entfernt, an dem es immer abgebrochen hat zu exportieren. Und jetzt hat es exportiert. Also sorry für die Verspätung nochmal von gestern. Konnten wir leider auch nichts dafür. So, ich bin jetzt endlich in der Küche. Vlog ist hochgeladen. Endlich, endlich, endlich. Und wir machen jetzt Essen. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Wir haben ja hier wie immer noch dieses HelloFresh. Noch zwei Gerichte haben wir übrig. Also wir haben einmal gefüllte Tortillas oder Tofu-Kartoffel.
Stick Fry, was auch immer das ist. Sieht aber auch echt lecker aus. Also entweder das hier oder das hier. Schatz, auf was hast du mehr Lust? Also wir haben uns jetzt für diesen für diesen, keine Ahnung wie es heißt, die Suppe oder so entschieden. Und dafür muss man einfach Kartoffeln schälen und das macht mir so keinen Spaß, Kartoffeln schälen, wie ihr gerade hören könnt wahrscheinlich. Verstehe nicht, warum man das machen muss. Ich schäle einfach nie Kartoffeln sonst. Nie. Immer die Bio-Kartoffeln einfach mit Schale. Schmeckt super. So, hier mal ein kleiner Zwischenstand vom Essen. Da kochen Kartoffeln und Brokkoli. Hier brät das Tofu. Und ich habe hier das Gemüse klein geschnitten. Pilze, Paprika und Frühlingszwiebeln. Der Rest von dieser, also was heißt Frühlingszwiebeln? Das war eine Frühlingszwiebel. Und der grüne Teil von der Frühlingszwiebel kommt zusammen mit Sojasprossen und Sesam am Schluss so oben drüber. Wo kommt die Paste? Die kommt dann mit in die Pfanne. Kommt, ja. Jetzt muss man erstmal das anbraten und dann die anderen Sachen. Eiserschotten, ja, die Sesamscheiße fliegt nämlich vorne in die Ohren. Es fliegt der Sesam immer hoch. Nein! Wie so Popcorn? Können wir da mal vielleicht das Ding drauf machen? Spritz geht auch. Aber putzen ist ja mein Hobby, deswegen finde ich es gar nicht schlimm, wenn es dreckig wird. Sieht wirklich sehr lecker aus, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wir haben beide noch nicht probiert, wie es denn auch schmeckt. Und falls ihr euch wundert, das sind ja doch etwas kleinere Portionen. Das war nicht alles. Vielleicht hätte es sogar gereicht, also das ist noch übrig. Aber das nehme ich morgen mit in die Uni. Ich habe nämlich morgen den ganzen Tag Uni. Und wir sollen was zu essen mitbringen, weil wir irgendwie zusammen essen. Bin ich mal sehr gespannt, was wir da machen. Und wir haben ja noch was bestellt. Das ist aber noch nicht da. Beim Asiaten unseres Vertrauens. Und das gibt's dann auch noch. Das wird mir aber zu viel sein, weil das Asiaten, wenn man vom Teufel spricht, esse ich nie ganz auf. Ups. Da haben wir die Augen groß auf der Magen. Vielen Dank. Da sind sie. Ja, oh, wie gut, dass wir auch eine Vorspeise noch genommen haben. Ich meine, das hätten wir nur die Vorspeise gemacht. Wir Verfressenen, hey, unfassbar. Wir so richtig geschädigt von gestern, weil Alex da einfach noch ein Brot essen musste hinterher. Und jetzt sind wir so. Ja gut, aber wir haben es ja hauptsächlich gemacht wegen dir. Ja, damit ich morgen was mitnehmen kann, weil sonst hätten wir nochmal was anderes kochen müssen und wir haben halt nichts mehr. Boah, die sind so geil, die Wandtanz. Boah, lecker! So, ich sitze hier und warte auf Marie, bis wir endlich hier zum Sofageflüster kommen können. So, jetzt ein schnelles Gute Nacht, weil ich möchte dringend ins Bett. Hallo. Ja, du stehst nicht um 7 auf. Doch, ich komme mit. Ja, wir haben die Serie fertig geschaut, 13 Reasons Why. Ja. Krasse Serie, also ich fand sie schon gut. Fand ich echt gut und man hat so ein bisschen, ja, weiß nicht, man denkt so ein bisschen anders über seine Schulzeit nochmal nach und es ist einfach echt wichtig, dass man aber auch so auf seine Mitmenschen einfach achtet. Ja, aber auch so jetzt, weil es ist nicht nur in der Schulzeit, sondern eklige Mobbermenschen gibt es einfach das ganze Leben lang, ganz egal, ob Schule, Studium, Arbeit, Rente, mit Sicherheit gibt es da auch Mobber, keine Ahnung. Ja, und dass man da einfach so ein bisschen mehr aufeinander achtet und sich mehr überlegt, wie man so miteinander umgeht und was das alles für Konsequenzen nach sich zieht, Worte, Handlungen, Worte, solche Sachen. Ja. Wegschauen. Ja, genau. Ich bin sehr auf Staffel 2 gespannt. Oh ja, ich glaube, die wird ziemlich krass. Ich kann mir gut vorstellen, was da passiert. Oh ja. Ja. Jetzt beenden wir den Vlog. Wir hoffen, er hat euch gefallen. Morgen passieren auch wieder spannende Dinge. Marie geht in die Uni. Und ich mal schauen, was ich mache. Vielleicht fliege ich ja nicht fliegen, aber vielleicht filme ich morgen mal endlich mit dem Gimbal. Ich wollte ja heute eigentlich schon wieder filmen, aber das haben wir dann leider nicht geschafft. Aber vielleicht filme ich morgen mal ein bisschen noch was. Genau. Das ist ein bisschen ausnutzen, wenn wir das schon gerade haben. Das macht ja so viel Spaß. Ja, richtig. So, und jetzt euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und dann bis morgen 18 Uhr. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Vlog. Nochmal. Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben... Was ist da los?